Reto, die Startzeit heute um 19 Uhr für den Team Relay, die ist ja schon relativ ungewöhnlich. Wie sieht in diesem Fall also dein Tagesablauf aus? Ja genau, weil der Start so spät ist, verschiebt sich alles ein bisschen nach hinten. Also ich habe jetzt am Morgen um 8 Uhr zum Morgen gegessen. Ich werde um 10:30 noch kurz auf das Velo gehen, ein kleines lockeres Training machen. Dann um 11:30 ist Mittagessen. Und so circa um 4 Uhr werden wir noch ein kleines Essen. Und nachher reisen wir auf Bern. Das ist jetzt hier etwas speziell. Wir werden mit dem Tram oder mit dem Zug gehen, weil auch beim Verkehr und so ist es ja, das Risiko zu gross, dass wir zu spät den Start kommen. Und nachher ist davor noch die Strecke genau anschauen und einfahren. Und dann ist um 7 Uhr der Start. Welche Tipps hat euch der Bruno mit auf den Weg gegeben für heute Abend? Ja, er hat einfach gesagt, dass wir alles geben sollen und das Beste daraus machen. Es ist eigentlich alles möglich. Das wird ziemlich eng, das Ganze. Das wir einfach selber alles geben. Stichwort Fans. In Saalfelden haben sich viele Fans in so rote Kostüme verkleidet. Was denkst du, was haben sich die Fans für dieses Jahr einfallen lassen? Ja, ich hoffe, dass sie natürlich wieder etwas einfallen lassen. Vermutlich wird es wieder etwas Ähnliches geben, wieder mit der Farbe Rot-Weiß. Und da hoffe ich auch, dass möglichst viel kommen und dass viel für uns in dem Streckenrand und uns dann abhängen. Vielen Dank. Merci.